Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier bei mir auf meinem Kanal. Ja, und heute wollen wir uns mal die platzierbare Kalkgewinnung vom Farmer Schubi anschauen. So, und wir finden das Ganze selbstverständlich unter platzierbare Objekte, Silos. Dann hier ganz nach hinten die Kalkgewinnung kostet 125.000 Euro. Gibt es so erstmal nichts weiter zu sagen. Wir platzieren die einfach mal hier und dann schauen wir uns das ganze Dingens mal an. Also wir sehen hier schon, es muss Wasser eingefüllt werden und es kommt Kalk dabei raus. Und zwar aus 5000 Litern Wasser werden 1000 Liter Kalk gemacht. Was man auch gleich dazu sagen muss, die Füllstandsanzeigen, die hier sind, werden nur einmal pro Minute aktualisiert. Also nicht wundern, wenn ihr da was reinkippt, dass da nicht gleich eine Zahl erscheint. Also das dauert ein wenig. Ja, und wir sehen hier ein kleines Häuschen, der Wassertank hier mit dem Trigger zum Abladen vom Wasser. Ja, hier noch so ein bisschen Deko verbaut, auch schön. Hier ist auch nochmal die Anzeige. Und hier ist wohl dann zum Abladen. Angeguckt haben wir es, dann würde ich sagen, setzen wir das Ganze mal in Aktion. Ich habe hier schon mal einen Trailer vorbereitet mit Wasser. Den fahren wir einfach mal hier rüber. Ich kann Wasser abladen, ja. So, den können wir eigentlich schon mal abkuppeln. Jetzt warten wir mal ganz geschwind. Beziehungsweise wir gucken mal hier in die Log-Datei rein. Ist kein Fehler. Also das ist auch schon mal sehr gut. So, wir warten mal, bis hier eben jetzt die Minute um ist und wir hier einen Füllstand uns angezeigt bekommen. Ansonsten können wir ja noch mal so ein bisschen uns das Gebäude angucken. Es ist relativ kompakt, muss ich sagen. Ein bisschen Deko verbaut. So, ja, guck mal, wir haben eine Kalkanzeige, haben wir schon. Wasser zeigt ja noch nicht an. Boah. Gucken wir mal, wie sieht es hier aus. Hier ist es genauso. Na, warten wir mal noch ein bisschen. Wir können ja in der Zwischenzeit schon mal gucken. Also ich habe sowohl einen Düngerstreuer, also beziehungsweise Dünger-Kalkstreuer mir hier mal hingeholt und einen Anhänger, um eben auch zu gucken, können wir, also in Anhänger wird es wohl problemlos gehen, aber es ist halt die Frage auch immer, kann ich auch direkt meinen Düngerstreuer da beladen? Das werden wir dann gleich mal austesten. Na, tut sich da jetzt irgendwas? Na, müssen wir, glaube ich, noch ein Minütchen warten. Ja, dann kann ich ja schon mal sagen, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen oder auch, wer es noch nicht getan hat, meinen Kanal abonnieren. Ja, ich mache ja einige Mod-Vorstellungen, aber eben auch Let's Plays, Livestreams vom Landwirtschaftssimulator, aber auch Euro Truck Simulator, World of Warcraft. Also die verschiedensten Spiele gibt es bei mir auf meinem Kanal. Also wer das möchte, kann gerne mal vorbeischauen. So, und wir warten halt noch ein bisschen weiter. Wir warten, wir warten. Ansonsten, wenn sich da jetzt nichts tut, würde ich sagen, wir machen hier mal einen kurzen Break und ich warte mal ein bisschen offline und wenn sich da was getan hat, bin ich gleich wieder da. Also warte einen kurzen Moment, wir sind gleich wieder hier. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Wasser nachgeschüttet und man sieht, jetzt läuft die Produktion, auch die Anzeige
des Wasserfüllstandes ist da. So, und jetzt werden wir mal auf der anderen Seite drüben probieren, ob wir da den Kalk auch rausbekommen aus der Anlage. Da sollten wir aber richtig ranfahren. Na. So, dann fahren wir erstmal noch ein Stück zurück. So, jetzt gucken wir uns mal an. Wir sehen hier jetzt auch, es ist wesentlich mehr Wasser jetzt in der Anzeige drin. Wir sehen 4000. Ja, das passt doch alles jetzt wunderbar. So, wir fahren mit unserem Kalkstreuer drunter und wir können hier Kalk auswählen. Perfekt. So wie es sein sollte, finde ich wunderbar. Also ein wirklich gelungener Mod, eine Produktion, mit der man sich wirklich Kosten sparen kann über kurz oder lang. Also ja, den Download-Link zu dem Mod, den gibt es übrigens bei ModHoster, packe ich mit in die Beschreibung mit rein, hier in die Videobeschreibung. Jo, und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon fertig für den Moment. Ja, wie gesagt, lasst ein Däumchen da und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst mal wieder bei einer weiteren Mod-Vorstellung.